Wieso? Ja, hä? Was geht hier vor? Tötet ihn! Ja, was denn? Wo bist du denn? Hallo? Du wirst mich umlegen? Elizabeth. Wenn es sein muss. Lass die Kraft nach. Gesundheit als Munition. Sog den verhassten Albert. Ich weiß nicht. Nee. Ach so, ja. War ja was. Jetzt aufhören! Elizabeth, warte! Ach nö. Hey, ich rutsche ab. Versuchen Sie nicht mehr zu folgen, Mr. DeWitt. Elizabeth, ich habe was arrangiert, damit wir das Luftschiff wiederkriegen. Sie können uns hier wegbringen. Ja. Ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Finken. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du? Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Und ein Gauner. Aber ohne Sie komme ich niemals nach Paris. Gut. Tja, ich bin nicht taub. Sie sich nicht zu sehr an mich, Mr. DeWitt. Sie sind ein Mittel zum Zweck. Mehr nicht. 60 Also, ganz klar. Nichts wäre mir lieber, als eure Arbeitszeit zu verkürzen. Ich glaube einfach noch nicht, dass Fitzroy sich an unsere Abmachung hält. Reich oder arm, ein Schwindler bleibt ein Schwindler. Your future is Finkton. Schön. Da wir. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Der Weg der Vox. Daisy Fitzroy führt ihre verkommene Bande ins Verderben. Ende. Du wirst für Dorf. Freund, du bist nichts als ein Sklave. Aber wichtig tun sagen. Sagt, ich bin kein Sklave. Ich bin nicht dumm. Ich bin ein Fink.
Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein. Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Und Finks Hände, die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht. Genau das, was wir jetzt brauchen. Schon? Verschlossen. Scheiße. Elizabeth? Erledigt. Da drüben. Ein Lastenaufzug. Service Elevator to Fink. Kostet uns unterwegs das Leben. Maschinengewehr, Maschinengewehr. Wow, Feuerrate. Munition für Repetiere. Maschinengewehr, Pistole, Revolver.
So, und jetzt? Ach nee, echt. Also doch dadurch. Ich bin im Besitz des persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht geliebt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck. Da, Slates Schrank. Er muss hier gearbeitet haben. Tagebuch meiner Mutter. Wieso hatte Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Aber gerade eben noch meckern. Ich grüße euch. Mein Name ist Jeremiah Fink und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Gut, versuchen wir wie Bienen zu sein. Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Ja, schon irgendwie. Tja, der Mann hat ein Ego. Alter Schwede. Schaut's wenigstens fröhlicher als vorher. Ein Fortschritt. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Interessant, interessant. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Finden Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Yeah. Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Wir brauchen einen Kohlentransport. Die Kohle muss von Fink zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? 20 Minuten, 15 Minuten. Jeremiah Fink hat eine Philosophie. Ein Unternehmen ist wie die Arche Noah. Es gibt dort Löwen, die die Ordnung unter den geringeren. Ich
soll. Dann gibt es die Kühe, Dinosaurier. Sie liefern Fleisch, Milch und Arbeit. Und dann gibt es noch die Hyänen, die Unruhestifter, die immer nur die Pferde. Nötigt wird ein Rohrleger, ein Leck in der Pearl Street. Startgebot ist 20 Minuten. Employment. 19? 18. 18 Minuten sind jetzt geboten. 17. Das Angebot steht jetzt bei 17. Mhm. 10. 59. 59. So. Oh, noch keine Absicht. Ich bin schon am Suchen. Ich geb Blut. Alter. War doch nur ein Versehen. Und jetzt. Das Lied habe ich noch nie gehört. Ich glaube, niemand hat das je gehört. Wieso? Booker DeWitt Audition Today. Ach, nur ein Vorstellungsgespräch? Ich glaube einfach nicht, dass Fitzroy sich an unsere Abmachung hält. Reich oder arm, Schwindler bleibt schon ein Schwindler. Als ob wir den Spruch nicht schon gehört hätten. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Also dann, ciao!